Oh mein Gott, damit habe ich null gerechnet. Ich wollte alle markieren, dass die mitkommen. Dicke Viech, kommst da nicht durch, hä? Ah, kriegen wir schon gebacken. Mitnehmen. Ah. Oh, shit, das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Markieren. Hier sind nämlich ein paar Pikmin runtergefallen, weil die einfach blöd sind. Der fügt sich aber gleich wieder zusammen. Solange die da oben stehen bleiben, ist das kein Problem. Komm, sorgt euch nochmal voll. Dann lauft ihr schneller. Das waren sicher die Schmetterlinge. Das ist echt spannend. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass das Viech gleich umdreht. Machen wir einfach so. Mein Gott, nee, ich weiß nicht, was los ist, aber die kommen nie alle mit. Ja, bewegt sich natürlich in die Richtung. Besser ist es, Brittany zu steuern. Holy shit, gehen wir jetzt hier durch. Gut, dass ich Steinpikmin dabei habe. Gehen wir aber lang. Gehen wir da wirklich rein? Das sind Daten. Mir egal! Mysteriöse Lebensform 2. Greife sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Alter, wir haben gleich ein Problem. Das Viech kommt nämlich hier rein. Ich hab ein Problem. Scheiße! Das Vieh ist zu dick. Wow! Natürlich gehen da wieder Pikmin drauf. Wo ist Olima? Wo ist Olima? Oh, what the hell? Die Viecher gehen mir alle auf den Sack hier. Ja, wieder verschluckt. Ich hab den gar nicht da liegen gesehen. Was will das Viech überhaupt mit dem? Okay, jetzt angreifen. Das ist super easy. Okay, immer mit Brittany, immer mit Brittany. Nur die Flügel-Pikmin. Ich finde, die sind irgendwie ein bisschen schneller. Niemanden vergessen? Gut. Was haben wir denn hier für eine riesige Kugel? Ich kann gar nichts mit anfangen. Das sind Scherben. Oh, das war nicht so klug. Oh, komm schon. Warum wirft er die nicht da drauf? Dann wohl alle an Olima hin. Ich wette, das Viech kommt gleich. Zugegeben, das ist ein bisschen nervig gerade. Ich kann nicht immer alle drauf schicken. Okay, die wollen da tragen. Einmal geht's. Wo liegt Olima? Da. Dafür brauche ich 20. Keine Ahnung, wofür ich die Kugel brauche. Besser, wenn das kaputt ist. Nee, nee, wir lassen das Viech nur mal im Kreis laufen. Bescheid, das. Ah, wir haben Olima fallen gelassen.
Boah, hier ist auch immer was, was richtig nervt, ne? Oh, das macht kaputt. Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe wieder Oli mal liegen gelassen. Immer wenn ich die Pfeife mache. Ach, geil. Jetzt stürmt das Vieh auch noch hier drauf. Komm, plättet ihn. Komm schon, steh auf. Zack, neigt sich dem Ende zu. Super. Ich sehe Captain Olimama wieder nicht. Da liegt er. Vieh kommt zu nah. Er verschluckt den wieder. Oh, das nervt, ey. Ich kann nicht den gleichzeitigen Befehl für alle geben. Ich muss die Gruppe aufteilen. Das ist aber kein Problem, wenn wir da alle drauf schicken. Zugegeben, das Vieh ist ziemlich schnell. Hallo? Warum haben die auf einmal gestehen? Ich hab ein Angriffsbefehl gegeben. Die war flüssig. Wow! Das zündet sich an. Da steht da noch so ein Viech. Oh wow, das nervt. Ja. Oh, was geht denn? Das Vieh darf nicht entkommen. Ja, die sind überall in Gefahr. Mitkommen. Fies gemein. Ja, da ist Olimar drin. Ja, da kommen wir nicht dran. Okay. So, wechseln wir das komplette Team. Oh, schon zu Ende. Oh, das ging schnell. Was machen wir denn, wenn der Tag zu Ende ist? Lassen wir Oli mal hier liegen? Scheinen wir fast so. Heben wir den besser mal auf. Obwohl, geht gar nicht. Ich muss hier markieren, sonst verliere ich die Pikmin. Zwei stehen da irgendwo wieder blöd rum. Nein! Oh mein Gott! Ja, geil. Ich habe alle Pikmin verloren. Oh, dieses dämliche Wii U Gamepad. Sauber. Ich habe den Controller hingeworfen und hat sich wieder zerteilt, ey. Ja, richtig geil, ey. Oh mein Gott, das ärgert. Ich habe zwar noch richtig viele Pikmin, aber trotzdem. Boah, das gibt jetzt eine Kurve. Krass, ey. 98 Pikmin verloren. Das würde ich am liebsten ausstellen bei dem Gamepad. Also versuchten Olimar zu retten, wurden wir von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schienen sie es nicht auf uns, sondern auf Olimar abgesehen zu haben. Ich frage mich, was der Grund dafür ist. Wie dem auch sei, vorerst sollten wir Olimar zu Drake bringen. Richtig. Boah, dafür könnte ich das Wii U Gamepad eh aus dem Fenster schmeißen. Das ist nervig. Und ich habe das Pad noch nicht mal fest geworfen. Ich habe es leicht hingelegt und zack hat sich alles zerteilt. Boah. Da krieg ich schon echt die Wut. Lasst mal in den Kommentaren wissen, ob euch das auch passiert ist, falls ihr Pikmin 3 spielt. Also das ist ja ein Bullshit. Geht ja mal gar nicht. Ah, Tag 49. Zweite Rettungsaktion. Das gibt's einfach nicht. Eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde vor Schluss. Ganz normal das Pad hingelegt. Die zerteilen sich. Krass, ey. Zwei sind sogar noch im Feld. Warum sind zwei im Feld? Okay. Ja, ich habe noch richtig viele Pikmin, aber trotzdem. Das hätte mal voll nicht sein müssen.
Oh, fliegende. Ich muss fliegende mitnehmen. Ich weiß nicht, was da kommt. Nehmen wir mal von jedem 20. Hier 18, das sind zwei im Feld, okay. Toll, natürlich alles Blätter. Wahnsinnig blöd. Wo geht's eigentlich hier lang? Hä? Boss riesiger oder was? Gibt's auch noch eine Menge zu erkunden. Da sieht man so aus, ob wir da weiterkommen. Ich glaube, wir bekämpfen wir irgendwas später. Wow, ich hatte so viele Blumen-Pikmin. Das ärgert mich richtig. Ich lege das Pad ganz normal ab. Und zack, zerteilen die sich. Naja, kann man nichts machen. Blöd gelaufen. Es ist schon wieder. Boah! Aber das ist ein Feature, das würde ich gerne ausschalten. Das ist wirklich nur... Wie soll ich sagen? Es ist nicht wirklich stark, was ich da mache. Es ist wirklich ganz leicht und der registriert das schon. Okay, Olima scheint da wieder in der Mitte zu liegen. Wir müssen den ganzen Weg nochmal gehen. Warum hat die Lebensform den nicht einfach jetzt weggetragen in der Nacht? Die Lebensform, die kommt gleich. Ich würde gerne nochmal außen rumgehen. Da waren Daten, die könnten wir gut gebrauchen. Flügelpikamin an die Arbeit. Okay, jetzt müssen wir noch die Gruppe aufteilen. Ah ja, die sind ja nach vorne gegangen. Da ist das Vieh auch schon. Geben wir Gas, raus hier. Nehmen wir die Gruppe mit. Besser, wenn Brittany da steuert. Mithelfen, dann geht's schneller. Komm schon, du Kleiner. So, ich will jetzt einfach nur aus der Höhle raus. Um die ganzen geheimen Sachen können wir uns später kümmern. Oh, wenn wir hier das Nektar kriegen könnten. Das wäre badass gut. Oh ja, saugt euch voll. Wo liegt Olima? Was? Wieso? Ah, die... Moment. Doch, die kommen hinterher. Alter. Macht mir hier keine Panik. Die sind aber langsam. Tut mir leid. Die muss ich ersetzen. Okay, zwei machen wir nur dran. Here we go. Diesmal gehen wir den straighten Weg hier raus. Ich kümmere mich um alle Geheimnisse später. Ich wette, wir kommen nochmal hier zurück. Wenn wir Olima gerettet haben. Jetzt haben wir die Wege soweit freigelegt. Wir können jetzt auch in Ruhe die Brücke zusammenbauen. Ich gebe jetzt auch nicht den direkten Angriffsbefehl. Das muss ich mir echt verkneifen, weil sonst stürmen alle Pikmin da drauf. Selbst die, die Olima tragen. Und das können wir uns nicht leisten. Von letztem Mal. Okay, den Blauen können das nichts annehmen. Ja, die machen auch nicht wirklich Schaden. Ah, da ist das Viech ja schon. Zum Glück ist die Brücke fast fertig. Wir müssen immer daran denken, das Viech läuft nur Olima hinterher. Da sind meine zwei Pikmin. Naja, dann schnapp dir das Ding. Verlusten muss man immer rechnen. Okay, das ist nur für die, nicht für uns.
Nicht für die Pikmin. Okay.